Die Aufklärung eines Verkehrsunfalls mit einem schwer verletzten 6-jährigen Kind beschäftigt an diesem Tag Nesrin Yaman und Martin Fuchs. Ich hab ja noch gar nichts getan. Oh mein Gott, hi. Sieht das schlimm. Einmal rein. Ja. Ich hab doch hier gar keinen Bock drauf. Soll jetzt ruhig sein. Ach. Ja, wir hatten gerade. Das kann doch nicht sein. Ruhe! Ja, wir hatten gerade einen Verkehrsunfall und da war ein Kind jetzt beteiligt. Ja, das Fahrrad hat es ziemlich mitgenommen, aber ich bringe sie erstmal zur KTU, damit sie sich das mal genauer anschauen können. Mach das, ich hoffe, der Kleinen ist nicht viel passiert. Das hoffe ich auch. Der Herr Bayer hat einen Verkehrsunfall verursacht, offensichtlich im alkoholisierten Zustand. Er hat sich danach auch unerlaubt vom Unfallort entfernt. Bei diesem Unfall ist ein 6-jähriges Mädchen schwer zu Schaden gekommen. Es wurde also von dem Auto angefahren. Die einzige Zeugin des Unfalls war die Mutter des Kindes, die aktuell auch noch unter Schock steht. Die Kollegen, die Herrn Bayer aufgegriffen haben, haben einen Atemalkoholwert in Höhe von 2,1 Promille festgestellt. Das macht ihn jetzt im Moment absolut vernehmungsunfähig. Deswegen haben wir ihn in die Ausnüchterungszelle gebracht. Und wir müssen jetzt einfach abwarten, bis er wieder vernehmungsfähig wird und sich dann zu dem Sachverhalt äußern kann. So, Frau Kunze, ich weiß, es ist gerade mit Sicherheit nicht so einfach für Sie. Und es tut mir auch total leid, was da jetzt gerade passiert ist. Aber können Sie mir vielleicht noch mal genau erklären, was vor Ort passiert ist, damit wir einfach noch mal alles zusammenhalten können, den Sachverhalt noch mal eruieren können? Sie waren mit Ihrer Tochter unterwegs, richtig? Ja, mit Mira. Sagen Sie mal, ist ja schon eine Süße. Ja. Und die ist jetzt, also was ich Ihnen sagen möchte, sie ist im Krankenhaus, ja, sie ist in besten Händen, okay? Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, Sie müssen sich jetzt erstmal keine Sorgen machen. Ich weiß, das ist total schwierig als Mutter, aber Sie sollen einfach nur wissen, dass Ihr Kind einfach in besten Händen momentan ist. Mein Mann ist ja auch dabei. Sehen Sie, also sie ist nicht ganz alleine. Ich kann doch ja nichts gedonnen. Ja, komm. Lass mich doch in Ruhe. So, wenn Sie Pipi müssen, nur hier in diese Schüssel rein, sonst nirgendwo. Da hat schon mal einer was getan. Ja, ja, nehmen Sie mal Reichweite. Aber lass mich hier wieder raus. Ja, kommen Sie auch. Das muss machen doch nicht Sie erstmal, hör zu, mach erstmal ein Schläfchen. Das muss doch und dann alles machen nicht wir sein. Gleich, ja? Bei einer Ausnüchterungszelle handelt es sich um einen in sich gesicherten Haftraum, kann man sagen, in dem wir die Menschen hineinbringen müssen, die im Moment aufgrund ihres Alkoholwertes nicht vernehmungsfähig sind. Das heißt, das dient also nicht nur zur sicheren Verwahrung dieser Zeugen und auch Beschuldigten, sondern das dient auch dazu, dass sie sich nicht selber oder andere verletzen können in ihrem Zustand. Wir beide waren mit dem Fahrrad unterwegs. Also sind wir oft. Ich bringe sie auch mit dem Fahrrad zur Schule und ich hole sie ab. Und wir standen an der Kreuzung. Ja. Und haben gewartet, weil die Ampel war natürlich rot. Und für Sie jetzt war es genau, rot? Also, okay. Genau, deswegen haben wir gewartet. Und Mira war vor mir mit dem Fahrrad, ich war hinter ihr. Hm. Und dann ist die Ampel auf grün umgesprungen. Und meine Kleine weiß das, wenn es grün ist, darf ich über die Straße laufen oder fahren, also ne, wenn es grün ist. Und dann ist sie losgefahren und gleich darauf kam ein Auto, der ist auch so ganz komisch gefahren und hat dann meine Kleine Mira erfasst. Die ist dann im hohen Bogen vom Fahrrad gefallen und ich hab das alles mit angeschaut und ich konnte gar nichts machen. Mhm. Also ich bin gleich natürlich zu ihr hin und ich habe dann auch den Notruf gewählt, den Notarzt gerufen. Und ich konnte auch noch mit ihr reden. Aber ich verstehe halt überhaupt nicht, wie denn der Mann in dem Auto einfach weiterfahren konnte, als wäre nichts gewesen. Der ist dann Schlangenlinien einfach weitergefahren. Also ich meine, da hält man doch an, da steigt man aus, da hilft man, da fährt man doch nicht weiter. Frau Kunze, ich kann Ihre Aufregung total verstehen. Aber ich bitte Sie erstmal ein bisschen ruhig zu bleiben. Ich weiß, es ist überhaupt nicht leicht für Sie, aber Sie sagten jetzt gerade, dass der Herr weitergefahren ist. Also wer hat ihn denn dann gestoppt oder hat er irgendwann von allein angehalten? Ich habe das nicht so richtig wahrgenommen. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Meter weiter wurde der dann gestoppt. Da es sich bei dem Unfallort um eine stark befahrene Straße handelt, haben sich nach dem Unglück mehrere Augenzeugen gemeldet. Die Aussage eines 31-Jährigen sorgt bei Martin Fuchs allerdings für großes Erstaunen. Ich habe gesehen, wie ein kleines Mädchen mit ihrem Fahrrad über Rot gefahren ist. Ein Auto musste im letzten Moment ausweichen. Okay. Und
Ja, das würde ich gerne einmal melden, weil ich habe auch gesehen, da war auch die Polizei vor Ort. Ja. Ich hatte leider einen dringenden Arzttermin und hatte halt keine Zeit, da eine Aussage zu machen. Okay. Und dachte mir jetzt, ich komme einfach mal vorbei. Genau. Das wäre nämlich jetzt mal eine Frage gewesen, warum Sie jetzt erst kommen, ne? Ja. Ich dachte mir, das Mädchen ist in guten Händen. Also Sie haben gesehen, dass ein kleines Mädchen über die Straße bei Rot gefahren ist? Genau. Also das Mädchen ist definitiv bei Rot über die Ampel? Definitiv bei Rot über die Ampel gefahren. Das Auto hatte... Welche Kreuzung war das? Das war Rheinstraße, Ecke Talstraße. Das stellt sich jetzt wie folgt dar. Also wir haben zwei unterschiedliche Aussagen. Einmal die Aussage der Mutter, die sagt, das Kind sei definitiv bei Grün über die Straße gefahren. Und die Aussage des Herrn Bergmann, dass das Kind definitiv bei Rot über die Ampel gegangen sei. Also da beißen sich so ein bisschen jetzt die Aussagen. Wenn das jetzt aber so sein sollte, dass die Aussage des Herrn Bergmann falsch ist, hat er ein Riesenproblem. Er ist also freiwillig als Zeuge hier aufgetreten. Lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, warum er sich jetzt verspätet hat, um diese Zeugenaussage zu treffen. Aber er ist freiwillig hingekommen, um als Zeuge auszusagen. Und als Zeuge hat man die Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Wäre er jetzt Beschuldigter, bräuchte er das nicht. Er muss sich nicht selber belasten. Aber als Zeuge hat man gleichwohl die Pflicht, die Wahrheit zu sagen, wenn man dazu aufgefordert wird. So, ja. Ich habe jetzt eine Zeugenaussage von jemandem, der wohl den Unfall gesehen haben will. Und dieser Zeuge berichtet jetzt gerade, dass das Kind bei Rot die Ampelkreuzung überquert hat. Ganz kurz. Ich sage jetzt nur, was jetzt gerade zu Protokoll gegeben wurde. Also das Kind hat bei Rot die Fahrbahn betreten. Ein VW Polo sei dann eben halt ganz normal vorbeigefahren. Hat das Kind im letzten Moment konnte das Fahrzeug ausweichen. Hat auch definitiv das Kind nicht berührt. Also es hat keinen Zusammenstoß gegeben. Und der Fahrer sei dann zwar weitergefahren, aber das Kind sei deswegen gestürzt, weil es sich wohl erschreckt habe. Nee. Das wurde jetzt gerade zu Protokoll gegeben. Also es gab keinen Zusammenstoß. Es soll keinen Zusammenstoß gegeben haben. Ja, warte mal. Stefan. Ich habe gerade einen Bericht von der KTU bekommen, dass da die Lackspuren mit dem Fahrzeug und dem Fahrrad übereinstimmen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht, weil warum sollte die Mutter irgendeinen Mist erzählen? Das Ding ist jetzt einfach nur, ich möchte jetzt mal gerne wissen, warum geht er jetzt hin und erzählt sowas? Da will ich dem noch mal um den Zahn fühlen. Ja, geh mal zu dem Zeugen hin und ja? Ja. Sag ihm mal, ich gehe mal zum Herrn Bayer runter. Ja, mach das bitte. Ja, mach, ne? Guck mal, dass er in Ordnung ist. So, Herr Bergmann. Ja? Wir haben eine Untersuchung an dem Fahrrad gemacht. Des Kindes, okay. Das verunfallt ist. Und haben da Anhaftungen gefunden von dem Auto. Also das heißt, Lackspuren des Autos sind am Fahrrad aufgefunden worden. Ja, aber das kann doch gar nicht sein. Ich bin dahin, ich habe mir das angeguckt, ich habe den Vorfall gesehen und habe eindeutig gesehen, das Kind ist über Rot gefahren. Ja. Und das Auto Denken hat Sie das noch Kind... Denken Sie mal genau nach, welche Aussage Sie jetzt treffen. Wenn Sie jetzt wirklich sagen, definitiv ich habe nicht hat es keinen Zusammenstoß gegeben. Es hat keinen Zusammenstoß gegeben. Wie kommen dann die Lackspuren des Fahrzeugs an das Fahrrad? Das kann ich mir selber nicht erklären. Aber es hat keinen Zusammenstoß gegeben. Bevor Martin Fuchs dem Zeugen weiter auf den Zahn fühlen kann, braucht ein Kollege die Hilfe des Polizeihauptkommissars. Der betrunkene Fahrer randaliert in der Ausnüchterungszelle. Hilfe! Lass mich hier raus! Ich will nicht hier sein! Ich hab doch Platzangst! Hey! Lass mich hier raus! Leck mich am Arsch, ey. Da kann ich ja drauf. Hey! Herr Bayer! Was ist los? Ich hab Platzangst! Nee, passen Sie auf, Herr Bayer, das ist jetzt eine Ansage zum letzten Mal. Sie legen sich jetzt hin und ruhen sich aus. Wenn ich jetzt nochmal hier runterkommen muss, dann lege ich Ihnen die 8 an und werden Sie fixiert. Haben Sie mich da verstanden? Haben Sie mich da verstanden? Jetzt herrscht hier Ruhe. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Tun Sie mir einen Gefallen, rufen Sie meinen Sohn, den Chris, an. Was für ein Chris? Chris Bergmann, das ist mein Sohn. Wieso denn Bergmann? Der heißt doch nicht, Sie heißen doch gar nicht Bergmann. Wieso ist das dann der Name von Ihrem Sohn? Das ist der Name seiner Mutter, Mensch. Chris Bergmann. Ja, Chris Bergmann. Passen Sie auf, Sie legen sich jetzt hin und halten Ruhe. Ja, und ich rufe hier den Chris an. Und ich rufe den Chris an und Sie legen sich jetzt hin. Jetzt legen Sie sich hin. Ich will das sehen. Hinlegen. Ah, hinlegen. Das kann doch alles nicht wahr sein. So, und jetzt haben wir Ruhe im Karton hier, klar? Ach, Mann. Bis gleich.
Jetzt wollen wir mal ehrlich sein. Ne? Also unsere Ausnüchterungszellen sind nun mal jetzt nicht der feinste Ort auf Erden. Ja, da fühlt man sich nicht unbedingt wohl, aber ich denke mal, in dem Zustand, in dem die Menschen reinkommen, nehmen sie das auch nicht so wirklich wahr. Hier geht es also tatsächlich um Sicherung und auch Verwahrung. Gleichwohl hat er aber auch die Bitte geäußert, dass man seinen Sohn anrufen möge. Und das ist auch absolut legitim. Das machen wir dann ganz gerne, dass wir dann eben halt Familienangehörige dazu holen. Dann beruhigen sich unsere Klienten dann auch in der Regel recht schnell. Allerdings, als er den Namen sagte, nämlich der Chris Bergmann, da hat es dann bei mir doch Klick gemacht, weil es genau just dieser Mensch war, der oben gerade bei mir als Zeuge aufgetreten ist. Wissen Sie, was ein Zaubertrick ist? Ich zeige Ihnen jetzt einen. Wir haben unten im Polizeigewahrsam eine Person sitzen. Und zwar diese Person, die diesen Unfall verursacht hat. Mhm. Jetzt war ich gerade unten und ich sollte seinen Sohn anrufen. Mhm. Ja? Und jetzt? Raten Sie mal, wer das sein soll. Ich gebe Ihnen einen Tipp, ich muss jetzt nicht telefonieren. Fuck. Hm? So, und jetzt sind Sie wieder dran. Mein Vater reitet sich von der einen Scheiße in die nächste Scheiße. Und es ist doch klar, dass ich meinem Vater einfach nur helfen möchte. Ich weiß doch selber nicht, was ich mehr machen will. Wie kommt man denn auf diese Doofmanns-Gehilfen-Idee, eine solche Aussage zu treffen, wenn ein Kind verletzt wurde? Das erklären Sie mir jetzt mal. Vater hin oder her. Ihr Vater ist rotzevoll da unten. Der hat das Kind angefahren, hat danach Fahrerflucht begangen, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Und dann kommen Sie jetzt hier rein und erzählen mir, nee, das ist nicht passiert, weil der hat das Kind ja gar nicht berührt. Also haben Sie diesen Unfall beobachtet und kommen dann ein paar Minuten später hier rein, um mir zu sagen, dass Ihr Vater gar nichts damit zu tun hat, ohne mir zu sagen, dass Ihr Vater der Unfallverursacher ist. Ja, aber ich muss doch irgendwie meinem Vater helfen. Ich kann doch nicht meinem Vater sowas überlassen, dass er jetzt hier sich total strafbar macht oder sonst irgendetwas. Das hat er doch schon getan. Und jetzt hat sich ja noch einer strafbar gemacht. Und das ist der zweite Zaubertrick, nämlich Sie. Sie haben eine Falschaussage getroffen. Verstehen Sie das? Können wir das nicht rückgängig machen? Ja, wie denn? Soll ich das vergessen? Das wäre der dritte Zaubertrick. So was kann ich nicht. Was ist mit Ihrem Vater los? Der hat seit mehreren Jahren Alkoholprobleme, starke Alkoholprobleme. Ich habe ihm immer gesagt, Papa, fahr nicht damit mit dem Auto oder sonst irgendwas. Oftmals ist es auch wirklich gut gegangen. Wirklich. Aber jetzt wusste ich einfach nicht, was ich machen soll. Das große Problem bei Familienangehörigen von Alkoholabhängigen ist einfach, dass sie sich in eine sogenannte Co-Abhängigkeit begeben. Das bedeutet, dass man wirklich alles versucht, um entweder den Alkoholismus vor Fremden zu verbergen, zu vertuschen, aber auch um die Familienangehörigen, die eben halt krank geworden sind, zu beschützen. Und genau das hat jetzt der Herr Bergmann versucht. Er hat also versucht, für seinen Vater den Karren noch mal aus dem Dreck zu ziehen und durch diese Falschaussage eben halt, ja, halt wieder aus dem Polizeiknast herauszuholen. Hat nicht so wirklich funktioniert, weil wir halt dahinter gekommen sind. Das Problem ist jetzt, dass er jetzt damit kämpfen kann, dass er eben halt dieser Falschaussage beschuldigt werden wird. Gleichwohl kann man dem Herrn Bergmann aber auch wirklich nur ans Herz legen, sich auch da professionelle Hilfe zu holen, weil die braucht er einfach. Man muss Unterstützung haben, auch von professioneller Seite, um eben halt aus diesem Teufelskreis zu entkommen. Der Vater muss sich wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Verkehrsunfallflucht verantworten. Sein Sohn wegen Falschaussage und versuchter Strafvereitelung. Die Sechsjährige konnte schon am nächsten Tag das Krankenhaus verlassen.